kommt ihr bitte runter. Wir müssen was Wichtiges besprechen. So. Also, Mama und ich haben uns in letzter Zeit verschiedene Häuser angesehen. Und? Was hat das mit uns zu tun? Kann ich jetzt bitte wieder hochgehen? Nein. Und da haben wir auch ein Haus gefunden, was uns sehr gefallen hat. Genau. Es ist größer als unser jetziges Haus. Außerdem hat es nur 2 Stockwerke, aber gleich viele Zimmer. Die Zimmer sind aber größer und heller. Außerdem ist das ganze Haus schöner gebaut als unser jetziges. Deshalb werden wir umziehen. Bitte, was? Wir ziehen um? Ohne mich! Ich komme nicht mit! Lena, jetzt warte doch mal. Hör uns doch mal zu. Nein! Ich will nicht in eine andere Schule. Ich will meine Freunde nicht verlassen. Ich bleibe hier. Lena, jetzt warte doch mal. Du weißt doch gar nicht, wo wir hinziehen. Genau, jetzt hör uns doch mal zu. Nein! Es ist mir komplett egal, wo wir hinziehen. Ich bleib hier. Oder ich zieh zu Yara. Oh Mann, wenn sie doch nur wüsste, dass wir nur 3 Straßen weiterziehen würden. Yara, es ist total schlimm. Mega, mega schlimm. Was ist denn los, Lena? Wir ziehen um. Bitte, was? Ihr zieht weg? Das geht doch nicht. Lena, du musst hier bleiben. Du kannst auch bei mir wohnen. Guck mal, Mira. Ich kann dir hier auf dem Laptop mal unser Haus zeigen. Am Abend. Na, Lena, willst du vielleicht nochmals reden? Nein, ich will nicht reden. Ich will auch nicht umziehen. Aber Lena, jetzt hör mir doch mal zu, wo wir überhaupt hinziehen. Es ist mir egal. Übrigens, ich ziehe sonst zu Yara, aber nicht weg. Aber Lena, wir ziehen nur 3 Straßen weiter in das große Haus, was gebaut wird. Was? In dieses mega große Haus mit dem großen Garten? Ja, genau, dorthin ziehen wir. Na, wie findest du es jetzt? Nicht mehr so schlimm. Gute Nacht, Mama. Einige Wochen später. So, guck mal, Lena, hier sind ein paar Kisten. Pack bitte schon mal alle Spielsachen ein, die du nicht mehr dringend brauchst. Okay, mach ich. Puh, ich habe ja ganz schön viele Sachen. 2 Wochen später. So, das waren jetzt die meisten großen Möbel. Gut, dann fahren wir die mal in euer neues Haus. So, Papa und Lukas haben jetzt die großen Möbel schon mal in unser neues Haus gefahren. Und wir kommen gleich mit den restlichen kleineren Möbel und den ganzen Kisten nach. Ich bin schon total gespannt auf mein neues Zimmer. Ich nicht. Ich werde unser Haus mega vermissen. Ich gehe jetzt nochmals hoch in mein Zimmer. Oh Mann, es ist alles so leer. Jetzt wohne ich einfach nicht mehr hier. Seit ich 2 Jahre bin, war ich hier. Komm, Lena, wir gehen jetzt los. Na gut. Michael, wo habt ihr denn eine Schere, um die Sachen aufzuschneiden, die Verpackungen? Puh, keine Ahnung, in welcher Kiste die Schere ist. Nimm doch ein Küchenmesser. Die Kiste mit dem Geschirr steht auf der Küchenzeile. Okay. Michael, wo kommt dieses Möbel hin? Das ist unsere Fernsehkommode. Die kommt vorne unter das Fenster. Alles klar. Moment mal, das ist unser neues Haus. Das ist total hässlich. Hier will ich nicht wohnen. Hallo Mira. Mann, die Sachen müssen, denke ich, noch alle aufgebaut werden. Dann sieht es genauso schön aus wie im alten Haus. Naja, ich weiß nicht. Ich will wieder zurück in unser Haus. Kommt, ich zeige euch erstmal alles und dann werdet ihr euch hier wohlfühlen.
Also, das hier ist unsere neue Küche. Da vorne kommt nachher das Wohnzimmer hin. Und da, wo Lukas steht, bei dieser bunten Tapete, ist eine Spielecke für euch. Wow, das ist cool. Das hatten wir vorher nicht. Kommt, und jetzt gehen wir hoch in eure Zimmer. Moment mal, wo ist denn hier die Treppe? Hier. Wenn man hier rauf geht, kommt man zuerst in Fenoneles Zimmer. Und hier ist dann die große Treppe, die in den ersten Stock führt. Kommt, wir gehen hoch, da oben sind eure Zimmer. Hier oben ist dann erstmal ein kleiner Flur. Und das hier ist dein Zimmer, Mira. Komm rein. Wow, das ist total groß und schön. Und wo ist mein Zimmer? Das muss wohl hinter der anderen Tür sein. Oh, das ist wohl das Bad. Aber Moment mal, hier fehlen ja noch die Waschbecken. Ah, hier bist du, Lina. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Und wo soll das bitte sein? Hier ist nur noch diese Tür gewesen. So, das hier ist dein Zimmer. Moment mal, wir stehen in Miras Zimmer. Muss ich mir das Zimmer mit Mira teilen? Quatsch, komm mit. Hier ist ein Durchgang in dein Zimmer. Was? Den habe ich vorhin ja noch gar nicht gesehen. Tada, das ist dein neues Zimmer. Wow, das ist ja gar nicht klein und voll schön. Genau. Und jetzt zeige ich dir noch unser Schlafzimmer. Komm mit. Dazu müssen wir durchs Badezimmer. Dahinter ist die Tür, die zu unserem Zimmer führt. Was? Die habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Und das hier ist unser Schlafzimmer. Wow, das ist auch total schön. Na? Wie gefällt dir unser neues Haus jetzt? Es ist voll cool! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Haus muss natürlich noch vieles getan werden und wunderschön eingerichtet werden. Dabei werden wir euch natürlich mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!